Irre. Am ersten Tag schon, verstehst du, gerade angekommen. Und außen geht die Welt unter. Unfassbar. Irgendwo da ist da, muss da ein Tankstelle sein, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Weil ich habe da vorne schon auf Reserve schalten müssen. Aber ich hätte vorhin abschauen sollen. Tankanzeige habe ich keine bei dem Motorrad. Aber mit der Reserve, glaube ich, sind 3 Liter drin. Und da fahre ich fast 100 Kilometer. Die Hintern hinter mir, die habe ich alle überholt und habe mich ganz vorne hergestellt. Das mögen sie aber nicht so gern. Ich nehme ja eigentlich keinen Platz weg, aber sie denken sich halt natürlich irgendwo zurecht. Wenn ich warten kann, da hinten kann der Hund auch warten. Aber man tut es trotzdem, jetzt geht's los. Grün! Jetzt natürlich, obwohl es schön gegangen ist, aber mehr wie 80, 90, maximal 100. Fahre ich selbst auf so einer schönen Straße, nicht? Weil das Motorrad ist einfach vollbockt. Und das meiste Gewicht ist hinten. Das heißt, es wird vorn das Vorderrad leicht. Weil, schau her, wenn ich jetzt auslasse, die Balance, schau mal, dann fangst du, siehst du, da fangst du lang an. Flachau, wo der Hermann Mayer herkommt. Ja, wie gesagt, also mit Gewicht und mit Beladung ist natürlich ein bisschen zu aufpassen mit dem Motorrad, weil es ein bisschen arschlastig wird. Das reicht, dass vorne instabil wird. Also da gibt es einfach ein bisschen so ein Aufpassen. Apropos Aufpassen, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da hundertprozentig durch Flachau durchfahren muss. Aber es wird aufkommen. Ich glaube, ich bin falsch. Altmarkt, wunderschöner Ort. Graz, Radstadt, da muss ich um mich. Schau mich da nicht so traurig an. Sonst blockt mein Gewissen. Ich hab bloß gesagt, dass ich die mag. Jetzt bin ich in der Radstadt. Ich bin jetzt am Anfang vom Enstal, also Richtung Schladming, Lietzen. Früher hat das Gastarbeiterroute geheißen. Das Enstal. Weil da praktisch vom Süden Italien und Jugoslawien, ehemaligen Jugoslawien, die Gastarbeiter in den 70er Jahren. Das war eine Route. Es ist irrsinnig viel passiert. Und deswegen gilt die Gastarbeiterroute, die sogenannte, als gefährliche Strecken. Ist aber, also an sich, die Strecken selber ist nicht gefährlich. Es hätte jetzt nichts, wo ich sagen darf, ist extrem gefährlich. Ich glaube, das kommt eher daher, dass so viel unterwegs waren, so viel Verkehr war und natürlich auch was denn mit der Sicherheit und mit den Fahrzeugen, was es damals gegeben hat, mit der Übermüdung, mit Sicherheit, da ist da sehr viel passiert. Thank you.
in Damsweg, die Bezirkshauptstadt in Lungau, und es riecht nach Schnitzel. Danke schön. Das nächste Mal komme ich wieder. So, das war jetzt einen kleinen Imbiss gegessen. Ich glaube, das hat geheißen Toms, Onkel Toms Hütte oder so ähnlich. Ah, ganz ein netter noch gesagt. Hat mir noch alles Gute gewünscht und gute Fahrt und super, einen Bose noch gegessen und eine Cola. Perfekt. Hat genau passt. Und jetzt fahre ich weiter nach Rammingstein. Von Rammingstein geht es dann bald einmal über die Duracher Höhe. Und dann fahre ich über die Duracher Höhe nach Kärnten. Gucken wir es. Das ist ein Treppchen dort. Aber zu wenig zum Regenzeigen und Zeppen. Puh. Muss ich da abbiegen? Schätze ich einmal. So, jetzt stehe ich am Anfang der Duracher Höhe und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das oben dann die Grenze ist, der Sattel sozusagen, zu Kärnten, zwischen Lungau und Kärnten. Naja, Tröpfeln hat es wieder aufgehört, eine Pause habe ich auch schon gemacht, dann darf ich sagen, nichts als wir rauf auf die Duracher Höhe. Das ist noch eine kleine Ortschaft. Da sitzen sie draußen. Das ist wieder so ein klassisches verstecktes Nest. Schauwerglas. Montanmuseum Holz und Eisen. Thank you.
Das ist der Afritzsee. Jetzt bin ich da. Da drüben auf der anderen Seite, wo die Zettel sind, da werde auch ich stehen. Das ist mein Campingplatz. Cool. Gar nicht so groß, ersten Tag jetzt. Fährt da ein Orkan rein. Ich habe gerade mein Zeug rein geschmissen. Ich habe ein bisschen draußen was aufhängen gehabt zum Trocknen. Und das, ich bin noch gerade in der Ortschaft drin gewesen mit dem Motorrad, mit der kurzen Hosen. Ganz wichtiges Kaufen schon. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es das beste Bier der Welt ist. Ein Baguette. Und eigentlich was zum Kochen, aber jetzt muss ich mal schauen, bis die, ob die Welt untergeht oder nicht, ob ich noch rausgehe, dann was kochen. Aber bis jetzt schaut es momentan einmal nicht so aus. Irre. Am ersten Tag schon, verstehst du, gerade angekommen. Und außen geht die Welt unter. Unfassbar. Aber ich werde es überleben, dank Bier und irgendeinem schleißigen Baguette, aber wurscht. Ist billig und man wird satt fahren oder sowas. Also bis später, Leute. Bis später. So, das Wetter ist wieder abgehauen. Das Zelt habe ich nachspannen müssen. Mein Tab, das passt auch. Und jetzt machen wir einmal oben das. Wasser, Terrine, Bierchen. Und dann schauen wir weiter, wo sie mit dem restlichen Abend anfangen. Aber viel wird es nicht werden. Ich bin eh müd von der Anfahrt. Aber wenigstens ist die Sau wieder vorbei. So, guten Morgen. Jetzt habe ich mir einen Kaffee gemacht. Einen italienischen. Mit einem Gaskocher. Den werde ich jetzt einmal genießen, wenn er ein bisschen ausdampft ist. Und dann werde ich mir einmal überlegen, was ich den heutigen Tag anstellen werde. Sehe mal vorne oder zu den lokalen Straßen und schauen. Grüß dich. Wie viel kriegst du? 13. Danke dir. Bitte.
bin also wieder zurückgekommen von meiner lokalen Straßentour. Ja, war weit, war schön, die Straße an sich, die Landschaft war auch super. Aber ich war halt von Anfang bis zum Ende auf der Flucht vom Regen. Ich habe das komplette Regenzeug alles angehabt und ich bin auch trocken geblieben. Aber es ist halt irgendwie natürlich, halt dir du nicht Ding auf, wie was die unbedingt aufhalten musst. Ich habe zum Beispiel einen Haufen Zirben gesehen, Zirbenbaum, vom Blitz getroffen und abgebrochen in der Mitte, herrlich einfach. Und ich hätte gern gesucht, ob ich irgendwo noch ein paar Zirbenzapfen finde, weil das war nämlich gerade der ideale Zeitpunkt, um Zirbenschnaps anzusetzen. Also die Zirbenzapfen sind noch nicht reif, aber saftig genug, dass sie einen Saft abgeben. Nach dem Hockwetter, was gestern gehabt hat, war ich mir auch nicht sicher, wird es schlimmer oder hört es auf. Und somit kann man einfach nur sagen, dass ich die Lokalmstraße befahren habe. Ich bin nicht angestiegen, ich habe keinen Kaffee getrunken. Macht nicht so Spaß mit der Regenmontur. Das müsste dann alles wieder aussehen, sonst fängst du so schwitzen an. Das lässt einfach bleiben. Jetzt bin ich dann wieder runtergefahren auf der anderen Seite. Sozusagen am Nordufer des Millstätter Sees, des waagrecht dolligenden Millstätter Sees am Nordufer, bin ich dann wieder umgefahren, den ganzen See abgefahren. Wieder nach Radenthein und von Radenthein wieder die paar Kilometer Süden ober nach Afritz. Da bin ich jetzt, sitze unter meinem Tarp drinnen. Ich habe über mein Zelt, vielleicht kann man das sehen, das ist eine Plane. Es ist Sonnenschutz und auch Regenschutz und ich sitze praktisch vor dem Zelt, vor meinem Zelteingang. Jetzt habe ich ziemlich viel Wand auf. Jetzt habe ich mir auch verraten, dass ich
einen eiskalten Radler, natürlich auch eine Wurstzimi. Das ist mein erstes Essen heute. So habe ich mich jetzt aus Versehen gefilmt. Nur weil ich das Tab herzeigen wollte. Also, Tab ist super. Da hängen meine Hosen am Baum dran. Es ist ja natürlich genau so ausgegangen, dass ich komplett verschwitzt und ein bisschen angeregt heimgekommen bin. Und jetzt tröpfe ich die ganze Zeit also dahin. Und ich habe mir noch erhofft, dass ich mein Zeug noch trinken kann. Dass es noch von der Sonne, noch vom Schweiß und von der Nässe, dass ich es noch trocken bringe, bevor ich es ins Zelt tue. Jetzt tröpfe ich es aber noch. Es ist nicht wild, es ist Regen. Im Vergleich zu gestern ist es gar nichts. Ich hoffe halt, dass noch ein bisschen Sonne rauskommt, oder dass man einfach trocken wird, das Zeug. Ja, und sonst, wie gesagt, wäre ich heute nicht mehr viel da. Also, trinke ich dann mein Würfel Wurst. Der ist gut, er ist kalt und der Wurstzähme. Und dann habe ich was zum Kochen gekauft. Der Kochen. Da sind drin ein paar Bier. Chips. So asiatische Nudeln. Schau. Noch ein Wurstzähme. Noch asiatische Nudeln. Weil die kann ich immer kochen mit Wasser. Was für die Bettschwere. Drei Stück. Für morgen. Chili con carne. Noch mehr Chili con carne. Das sind meine Chips, falls mir überkommt. Also habt ihr gesehen, ich lebe relativ gesund. Da. Aber es ist halt Urlaub, gell? Ich habe ein bisschen mehr eingekauft heute, weil morgen soll es anscheinend der Sau wieder kriegen. Und deswegen fahre ich übermorgen heim, weil am Sitz hat da unten die Sau wieder aus. Ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe so einen Band schon mit, vielleicht gehe ich spazieren oder ich habe ein Buch mit zum Lesen. Vielleicht auch einmal nichts dran. Ich probiere es einfach einmal. Es fällt mir nicht leicht, aber ich probiere es einfach einmal. Einfach einmal nichts dran. Vielleicht möchte ich mich heute noch einmal. Oder auch nicht. Sehen wir sehen. Also, ciao. Ja, das mit dem Nix da am nächsten Tag hat eigentlich nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Ursprünglich wollte ich ja an dem Tag einfach nur das Sauwetter aussitzen und am nächsten Tag bei schönem Wetter heimfahren. Es ist aber so gewesen, es hat die ganze Nacht wieder geregnet. Es hat in der Früh dann 10 Grad gehabt. Also es war nicht nur schier und nass, es war auch kalt. Ich habe mir dann meinen Kaffee drüben gekauft im Campinghaus, weil ich vergessen habe, mir einen Kaffee zu kaufen am Vortag. Und habe den vor lauter Kühlen in den Tischtennisraum, also dem so Tischtennis Halle gehabt. Da drinnen habe ich meinen Kaffee getrunken, allein, weil mir draußen zu kalt war. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich an dem Tag Geburtstag gehabt habe und habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. An dem ganzen Tag da sitzen in der Tischtennishalle drinnen und meinen Kaffee trinken oder einfach nur warten, bis der Tag vergeht, war mir dann da irgendwie ein bisschen zu deprimierend. Ich habe dann einfach kurz entschlossen mein Zeug zusammengepackt und habe gedacht, kostet im Regen heimfahren auch, ist mir einfach an dem Tag dann besser vorgekommen, als wir im Regen unten sitzen und warten und kannst daheim noch ein Geburtstagsbierli trinken. So habe ich es dann auch gemacht und bin dann ja, über die Autobahn im Regen heimgefahren. Davon gibt es keine Aufnahmen mehr, weil es einfach nichts Interessantes gibt, um nicht zu sagen, zu deprimierend war das Ganze. Thank you.